Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Battlefield 3 Multiplayer mit mir, TeuvoLP und dem Chrono-Eck. Habe ich das richtig? Ja, eine Chrono-Eck, glaube ich. Ja. Beziehungsweise Markus im echten Leben. Mist, jetzt habe ich deinen Namen verraten. Ich habe kein Real Life. Ja. Ich bin jetzt hier schon mitten in der Runde. Mir ist mir gerade spontan eingefallen. Ich habe jetzt eigentlich nur mal so gespielt, dass ich da mal aufnehmen könnte. Zack. Ich bin tot. Ich versuche im Moment meine M240B oder wie die heißt zu leveln. Damit die endlich mal ein paar gute Visiere kriegt. Ja. Ansonsten war noch jemand in der Konfi, der aber gerade irgendwie Dinge macht, die man halt so macht. Nachts um 1.20 Uhr. In seinem Alter vor allem. Genau. Manche andere haben das ja nicht mehr so nötig. Um das jetzt hier nicht ganz zu spoilern. Ist da jemand drin? Nein. Dann gehe ich mal ins MG. Da war hinten nämlich irgendwo jemand. Alter, pass auf! Naja, super. Boah, Alter, geh mir hier weg, geh mir hier weg, geh mir hier weg. Ach komm, jetzt ist da auch noch ein Sniper, oder was? Alter, ist da viel los. Viel zu viel los. Und ich bin tot. Mr. Bilderberg. Ja, erzähl doch mal irgendwas, wer du bist, was du machst. Ja, du. Du darfst mir antworten. Wer, ich? Nein, der andere du. Der andere du. Natürlich du. Es gibt einen anderen du. Hallo! Ja, dann erzähl doch mal. Ich hab nichts zu erzählen. Was soll ich denn erzählen? Wer du bist, was du machst. Ja, ich bin Markus und mach grad gar nichts. Das ist toll. Außer rumsurfen und dir zuhören. Das ist klasse. Und irgendwas zu labern. Du kannst ja überhaupt den besten Abonnent von mir. Ja, das bin ich ja auch noch, aber das erübt sich ja, wenn ich mit dir mitlaber, genau. Oder? Genau, ihr müsst. Oh Leute, überall nur Panzer. Ihr müsst nämlich Abonnent sein, damit ich euch in Skype annehme. Nein, okay. Also ich bin der, wobei ihm immer Dislikes macht, aber er weiß es nicht, also sagt sie nicht. Genau. Ja, was ist da jetzt ausgestiegen? Ach Gott. Schade, dass der andere gerade nicht da ist, sonst würde ich dir. Du warst das! Ja. Und macht Herzchen bei YouTube, das bringt euch Klicks, genau. Es sind bestimmt lauter Leute, die gerade auch nichts anderes machen um 1:30 als der. Ja. Smile! Warum fahre ich hier eigentlich. Ach doch, hier, den Punkt gibt's noch. Gut, dann übernehme ich den mal. Teams balanced. Ja, das ist doch toll. Darauf habe ich doch gewartet. Mach sie platt! Na, ich glaube, hier kommen gleich wieder irgendwelche Noobs mit Raketen an und töten mich. Na gut, wenn man sich halt nicht anders zu helfen weiß. Ich habe euch die ganze Zeit gehört. Das ist klasse. Das wissen wir doch. Ihr scheiß Penner, ihr. Ups. Mäßige deine Stimme, wir nehmen gerade auf. Oder er nimmt auf. Genau. Das kriegst du ganz, ganz viele Dislikes, weil du nicht artig warst. Du nimmst gerade gar nicht auf. Natürlich, ich spiele Battlefield 3 und nehme auf. Sag hallo. Sag, stell dich mal vor. Och, das finde ich jetzt aber nicht. Also ich zumindest nicht. Du nimmst eh nicht auf. Doch, Battlefield 3.
die Schnauze. Wie, ich sehe das morgen auf YouTube, ne? Dann nimmst du das wieder raus, okay? Nein, weil ich aufnehme, ich hab's dir gesagt. Schwarztee? Irgendwo sind hier noch Leute. Irgendwie kann ich hier nicht übernehmen. Ach, ich zeig dich an, mein Freund. Und Spaß. Wegen? Ab 2:30 in Deutschland. Wegen zu cool sein. Das hättest du wohl gern, mein Freund, du. Hab ich auch. Hab ich auch gern. Nee. So, wollen wir mal deine Statistik von Dislikes anschauen. Wie du... Ja, du bist gerade am Aufnehmen. Sag mal deinen YouTube-Namen und welchen Videos hier unbedingt Dislikes geben müssen. Hä? Wo ist er hin? Ich gehe offline, wa? Finde ich nicht so gut. 24 Aufrufe, okay, jetzt hat sie nicht mehr viel getan. Ja, wie du selber gesagt hast, abends 2:30 machen sie halt immer andere Sachen, die Leute, anstatt auf YouTube zu gehen und sich Diablo 3 anzugucken. Aber das Dislike ist immer noch drin und ich habe ja links, ich habe ihn ja wählen lassen. Er hat links gesagt, also habe ich links geklickt. Und links war Like, oder was? Ja. Ja. So, Kind, ich bin jetzt weg. Na dann? Oh, muss er jetzt 2:30 schon schlafen gehen? Nein. Dann verabschiede dich von meinen Zuschauern. Du nimmst nicht auf. Wer weiß das schon? Du wirst es morgen sehen. Ne, morgen nicht. Ich habe noch ein paar Parts davor. Ein oder zwei. Aber na gut, da musst du noch ein bisschen warten. Aber immerhin, wenn das hochgeladen wird, schickst du mir einen Link. Mach ich. Immerhin hat er ein Let's Play Diablo 3, 31 Aufrufe und 7 gefällt mir. Hat das sind bestimmt auch die... Ey. Aber schau mal auf. Es sind genau 7 gefällt mir. Also hat deinen 7 Accounts. Nein, okay. Genau. Das eine Video von ihnen hat 7 gefällt mir und das andere. Und nur bei dem einen ist noch ein Dislike dabei. Wahrscheinlich, weil das Intro nicht so 100%ig ist und weil da so 9 weiße Kasten sind. Deswegen hat er bestimmt ein Dislike gekriegt. 100%. Hätte er da Bilder reingemacht, hätte er jetzt so ein Panel. Ja. Okay, ich bin jetzt weg. Mist, wo ist er? Okay, ich verabschiede mich. Ja. Bis dann. Goofy und Max. Bis denne. Bye bye. Tschüss. Du nimmst zwei nicht auf, aber okay. Ach, jetzt Hamtaro, sei nicht so. Falls das Gespräch jetzt beendet ist, dadurch, dass er rausgeht, kannst du mich dann neu anrufen? Ja, kann ich machen. Das wäre super. Bis dann. Du musst halt deinen YouTube-Leuten erklären. Naja, das erkläre ich ihnen. YouTube-Leute, ich erkläre es euch gerade. Ich bin immer noch da. Jetzt geh endlich offline. Jo, jetzt geh endlich offline, dass wir über dich ablästern können. Schnauze. Ja, aber sieht's doch schon später, wenn ich's hochlade. Stimmt. Egal. Die Schnauze. Jetzt geh schlafen, kleiner Mann. Die Schnauze. Sonst kannst du morgen früh wieder nicht aufstehen und dich nicht konzentrieren beim Frühstücken. Was machst du denn da wieder auf der Schaukel, ey? Das schaffst du nicht mehr. Okay, dann bin ich jetzt weg. Okay, dann bis dann. Ja, bye, tschüss. Bye. Mir ist gerade was ganz Schlimmes passiert. So, da eben Skype beendet wurde, also der Anruf ist eben irgendwie Fraps abgekackt. Deswegen kurzer Schnitt eben. Ja, und mir ist gerade trotzdem was ganz Schlimmes passiert. Nämlich? Ich habe aufgelegt und dann, was kann ich mir schnell ausdenken? Hast du in den Spiegel geguckt? Nee. Dann noch schlimmer? Dann wollte ich so aufstehen und dann, hast du gemacht, du hast keine Beine? Achso, ich dachte, du hast gemacht, du hast keine Beine.
Naja, das habe ich auch nicht, aber ich bin jetzt offline. Ach so, ja, dann bis dann. Ja, zum 10. Mal. Ciao. So, nochmal ganz kurz der Schnitt drin gewesen, sorry. Wir beenden und fangen hier dauernd irgendwelche Gespräche an. Nachts um 1:30. Ja, mittlerweile schon 1.32 Uhr. Wir schreiben den 28. Mai 2012. Dieser Tag wird sich noch in euer Gedächtnis brennen. Nur noch wenige Monate bis zum endgültigen Weltuntergang. Oh ja, da habe ich schon Angst vor. Wie stehst denn du zu dem Thema? Keine Ahnung. Ich ruf 2013 auf, dass wir uns alle gleichzeitig auf die Couch hocken und 2012 angucken. Ah. Das macht Sinn. Ich gehe aus diesem Panzer raus, das macht keinen Sinn. Ich muss mal kurz nach dem Battlefield-Sound schauen, der ist irgendwie viel zu leise, man hört fast gar nichts. Irgendwelche Maya-Typen, die schon lang ausgestorben sind, meinen hier, sie können die Welt verunsichern. Ja. Die Deppen. Ich hätte das viel, viel schlauer gemacht. Nämlich? Eine eigene Religion gegründet? Nee, ich hätte es geschafft, noch viel mehr Leute zu verunsichern. Ach ja? Mhm. Wie denn? Ich hätte nicht den 21.12. gesagt, ich hätte den 12.12.2012 gesagt, weil es keinen 13. Monat gibt. Also, dann kann es niemals 13.13.2013 oder sonst irgendwas 13 geben. Deswegen ist das 12.12.2012 eigentlich jetzt vorerst das letzte in der Zeitraffer, bis halt. Ach so, ja. Bis halt dann irgendwann wieder von vorne losgeht mit 01 oder so, verstehst du? Ja, das macht Sinn. Also nochmal ganz kurzer Cut wegen dem Sound. Weil so, auf jetzt Politik aber. Hatten. Kämpfe. So, er hat gekämpft und er hat gewonnen. Er ist cool. Wie heißt er? Er rennt so schnell, ich sehe es nicht. Pindim oder so. Pindim, genau. Er ist cool, er hat eben gegen jemanden gekämpft und hat ihn getötet. Also bin ich bei ihm gejoint. Aber wir sind voll am Verlieren. Mein Team ist voll schlecht. Ich hab plus 6, aber mein Team ist voll schlecht. Und auf einmal ist es still. Ja. Da war gerade so ein Typ und... Ach so, Level 100. Also 145 oder so. Und man sah nur noch ein großes Staubkorn über die Wüste fliegen. Ja. Habe ich zwar jetzt nicht verstanden, aber ich sag mal ja. Oh, ich habe ihn gekriegt, obwohl er Sniper war. Bitter für ihn. Oh, er ist schon. Ach, scheißegal, wann die Welt untergeht, ich werde zockend untergehen. Bei deinem Suchtverhalten auch nicht schwer, du bist ja eh schon 23 Stunden am Tag am Zocken. Ich weiß. Also unter der Woche nicht. Unter der Woche nur 22, weil du noch eine Stunde arbeiten musst. So ungefähr. Eine Stunde ungefähr, geil. Egal. Aber ich weiß nicht, zockt. Doch, ich weiß, es ist Minecraft. Weil Konsole geht ja nicht, weil wegen Strom und so. Also, und dann zocke ich Minecraft so lange wie. Wieso hast du einen Laptop oder was? Ja, dann zocke ich Minecraft so lange wie es Strom gibt und Internet gibt, weil ohne Strom kein Internet, logischerweise. Was? Ja. Diesen Zusammenhang hätte ich nicht erwartet. Tja. Lina 68.
dann würde ich Notstromaggregat irgendwie so, dass ich dann, ah ne, das Internet sehe dann trotzdem nicht mehr. Aber egal. Zumindestens. Egal, machst du eine LAN-Party. Veranstalte eine LAN-Party. Sobald das Internet dann weg ist. Oh, der Panzer ist kaputt. Sobald das Internet dann weg ist, tust du dann auf dem Akku weiter zocken Singleplayer und so. Ja. Ja, oder und einfach über LAN. Über LAN mit einem Hamachi-Server, ne? Würde Sinn machen. Brauchst du dann nicht auch Internet? Über LAN? Nö, lokal. Du stellst hier 5 PCs hin mit 5 Leuten und zockst dann da. Stimmt. Ja, aber ohne Strom. Ja, mit Laptops. Du lässt den Server über eins von den Laptops laufen. Das würde Sinn machen. Ja gut, Alter. Das geht halt dann so lange, wie dein Akku dann hält. Na klar. Dann nimmst du am besten für den Server ein MacBook, weil mein MacBook hat eine Laufzeit von 10 Stunden, also Akku. Na, wenn du was machst. Wenn du spielst? Na, wenn ich Minecraft auf habe oder Skype dann nicht. ja, genau. Die zwei Programme, die klauen meinem Mac die Ressourcen. Ja, Java ist schlimm. Also nicht von Ressourcen her, aber generell Java ist, oder zumindest ja, Minecraft ist generell doch, eher schlecht CPU, programmiert. Meine CPU ärgert's. Naja, Minecraft ist generell nicht so gut programmiert, also das braucht relativ viele Ressourcen. Ja, und was auch ganz beliebtes ist Skype-Confi und Minecraft-Spielen. Ja. Das merkst du bei ziemlich vielen Leuten, wenn der Sound plötzlich scheiße wird. Okay. Aber es gibt ja noch Teamspeak, um jetzt hier keine Schleichwerbung zu machen. Ja, Teamspeak ist gut. Ja, mich nervt da nur diese blöde Piep und dann die ganze Zeit irgendein blödes Kommentar geben muss. Hä? Was meinst du? Buddy left your channel. Ach so, ja, okay, das ist connected to the server. Wobei, das macht schon Sinn, damit du halt weißt, was gerade abgeht. Damit du nicht mal nachgucken musst. Ja gut, das stimmt halt. Auf einer Weise stimmt's ja schon. Mann. Weil es ist halt dafür gedacht, dass du wirklich im Team spielst und wenn dann einer aus dem Channel geht, das dann halt musst du nicht nachgucken, sondern dann weißt du, ach, er ist jetzt wirklich draußen oder so. Weil bei Skype ist es gut, echt so, da hören sich echt fast alle Geräusche gleich an. Wenn Buddies sind oder sonst irgendwas. Aber du kriegst ja auch nicht mit, wer, weil das heißt ja dann nur connected to the server. Ja. Aber du kannst ja wenigstens fragen, welcher Arsch hat jetzt gerade geleftet? Ja, und alle, die nicht mehr antworten, alle, die antworten, sind noch da und alle anderen. Alle, die nicht antworten, haben geleftet, hä? Gucken die dann alle schnell aufs Handy an. Ich hab geleftet! Genau. Okay, wir haben noch 4 Tickets, wir haben es eh verloren, schade. Yeah, 4 Tickets. Eine für die Cyber, eine für den Panzer und eine fürs Museum. Genau. Salzreserve. Okay, damit wird diese Runde beendet mit 19 zu 16. Ich war der Zweitbeste aus meinem Team. Yay, Glückwunsch! Ich würde jetzt klatschen, aber das ist zu laut für die Uhrzeit. Jo, musst du nicht. Das erwarte ich gar nicht von dir. Ich bin froh, dass überhaupt jemand mit mir zocken will. Gewisse andere Leute hatten ja keine Zeit. Wer schon länger guckt, weiß, wen ich meine, weil mit dem zocke ich immer. Nein, was heißt, hatten keine Zeit? Ich denke mal, war den ganzen Tag nicht on, ich denke mal, PC-Problems, wie schon seit einiger Zeit. Oder keine Lust, oder er hat das... keine Lust, das bezweifle ich. Er hat das Real Life entdeckt. Bald bekomme ich die MG36. Ein Virus, das nicht zu bekämpfen ist, das Real Life. Genau. Na gut, dann beende ich jetzt mal auch die Aufnahme, weil wegen spät und ich spiele jetzt eh nicht mehr weiter. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.